kannst doch das mit Werner und mit Christian, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Das geht nicht, Laura. Na gut, bei Werner war es möglicherweise Notwehr. Aber Christian hat niemanden umgebracht, auch nicht in Notwehr. Sie ist eine Spionin von Robert. Die hat er hier eingesetzt, um mich auszuspionieren. Was? Ja, Emma ist die Ex-Freundin von Robert und Robert will mich ja loswerden. Will sie noch mehr sagen? Laura, schau dir mal das an. Oh Gott. Sie ist weg. Ist das eine Hand? Das ist sie. First ray in the morning, to the last kiss in the night. Just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Lebt sie oder was? Hast du den Rack auf Atem ziehen? Helen! Helen! Helen, mach mir den Traubenzucker! Helen! Helen! Hey, mach die Augen auf! Helen! Hey! Helen! Mach auf, mach! Gut. So. Ja, komm, mach die Augen auf. Helen, mach auf! Helen, schluck das. Komm, ja, gut. Schluck das! Hey! Oh. Ah, sie hat's geschafft. Perfekt. Das ist ja gut, dass ich dich treffe. Weißt du, mein Hirn, das ist manchmal wie so ein Sieb. Und deswegen habe ich vergessen, dich zu fragen, ob du morgen oder übermorgen Zeit hättest. Das kommt ganz drauf an. Warum? Ich habe Geburtstag. Und jetzt überlege ich, ob ich eine Party mache. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt reinfallen soll oder rausfeiern soll. Also für eine Geburtstagsfeier bin ich immer zu haben. Ehrlich? Mhm. Das heißt, wenn ich eine Feier mache, dann habe ich auf jeden Fall einen Gast? Ja, du musst mir nur sagen, wie, wo, wann. Okay. Hast du es eigentlich eilig? Weil ich wollte dir noch Karten legen wegen Liebe und so. Ach, musst du nicht arbeiten? Ach, dann wird mein Tag nichts anderes. Oder? Und? Hat Maxine sich über das Geschenk gefreut? Ja. Hat dich nochmal getroffen. War schön. Ja, Entschuldigung, Kiki. Ich will halt einfach, dass es dir gut geht. Neugierig bist du nicht. Das ist ein Problem, das ist ein Angeborenes. Weißt du? Naja, eigentlich ist es gerade ein bisschen schwierig. Immer wenn ich mit ihm was machen will, dann kommt irgendwas dazwischen. Er ist nur noch am Arbeiten. Ja, aber dann die 24 Stunden am Tag. Auf jeden Fall hat er kaum Zeit für mich. Robert setzt ihn dermaßen unter Druck, er ist nur noch gestresst. Das könnte aber auch ein Vorwand sein. Dieser neue Job frisst ihn auf. Du kennst doch Maxim. Er will alles perfekt machen. Maxim? Also ganz ehrlich, ich hab den noch nie fleißig oder... Nein, ich kenne den doch nicht. Das war vielleicht so früher. Ja, ist ja schon gut, ist ja schon gut. Ich hab's ja auch gar nicht so gemeint. Doch, hast du wohl. Warum glaubt mir niemand? Maxim will sich ändern, für mich. Und wenn das heißt, dass ich Geduld haben muss, ja, dann werde ich mich eben gedulden. Und ich weiß, dass er mich liebt. Ja.
schön langsam. Einen Fuß vor den anderen. Genau. Aber ich kann. Doch, du kannst das. Komm rüber aufs Sofa. Ja, so. Pass auf. Gut, nein, nicht hinlegen. Setz dich so. Ja. Sie hat Hypoglykämie. Gib mir noch was von dem Traubenzucker und dem Wasser. Okay, und pass auf, dass sie das auch nimmt. Das ist ganz arg wichtig. Sie darf auf keinen Fall das Bewusstsein verlieren. Lass mich nicht so lange mit ihr alleine, ja? Nein, ich muss nur kurz das Glucagon besorgen. Und du musst mir aufpassen, dass sie... Helen, nicht hinlegen. So, bleib so, okay? Ich bin gleich wieder da. Du pass auf, dass sie mir nicht das Bewusstsein verliert, okay? Ja, ja. Bis gleich. Kommst du klar? Ich bin gleich wieder da. Helen, nicht einschlafen! Helen, es ist alles gut. Christian holt dir Medizin und du trinkst das jetzt hier. Helen, nicht einschlafen. Komm, trink das nein, mal. Lass mich. Christian ist ganz sauer auf uns, wenn du einschläfst. Komm. Nein. Komm. Das ist wichtig. Trink das, komm. Runterschlucken, schluck's runter. Komm, schluck's runter. Helen, nicht einschlafen, bitte. Komm, trink. Beim Yoga fällt der Alltag. Wollen wir heute ins Kino gehen? Ja. Dank deiner großartigen Aktion mit der Fernsehfamilie kann ich mir das zurzeit leider nicht leisten, Marie. Ich lade dich ein. Nein, danke, ich möchte heute nicht rausgehen. Gleich kommt ein wichtiges Länderspiel und das würde ich mir gerne anschauen. Hier schön mit Würstchen, Chips und Bier. Ja, wenn ich darf, okay? Bist du immer noch sauer, weil ich diesen Kontrollfritzen reingelassen habe? Marie, ist ja eigentlich klar, was mich der Spaß kostet? Ich wohne hier seit ein paar Monaten. Ich darf das alles nachzahlen, plus Mahn und Straf und was weiß ich für Gebühren. Damit ich mit der Kohle echt was Besseres anfangen können. Du meinst dein neues Computerspiel kaufen oder Lotto spielen? Ja, zum Beispiel. Das wirst du ja auch noch können. Wie jetzt? So doof, wie du denkst, bin ich nämlich gar nicht. Woher willst du denn bitte wissen, für wie doof ich dich halte, ne? Ich habe dem Kontrollfritzen erzählt, dass ich den Fernseher mitgebracht habe, als ich letzte Woche hier eingezogen bin. Willst du echt? Ja, und dann habe ich ihm den Mietvertrag gezeigt. Das hat er auch geglaubt? Naja, ich habe noch etwas mit dem Hintern gewackelt. Und mit den Wimpern geklimpert. Und dann war alles paletti. Du weißt ja aus eigener Erfahrung, wie einfach Männer gestrickt sind. Du bist ganz schön ausgefuchst, Marie. Und da du den Fernseher auch mitgebracht hast, darfst du auch die Gebühren bezahlen. Zweite Chance. Was machst du da? Wer bezahlt? Bestimmtes Programm. Also ich habe jetzt echt keinen Bock auf Fußball. Im Ersten kommt eine richtig schöne Liebesschmulze. Hier. Und es zeichnet sich ab, dass der... So, falls du vielleicht doch Hunger hast, extra für dich. Danke, aber ich glaube, ich krieg kein Bissen runter. Ich lasse es einfach stehen, vielleicht kriegst du ja noch Hunger. Willst du was trinken noch? Ich fühle mich so schlecht. Christian kommt bestimmt gleich mit der Medizin. Nein, so meinte ich das nicht. Ich fühle mich einfach richtig mies. Ich weiß, dass ich die letzten Tage echt großen Mist gebaut habe. Aber es ist eben wegen der verdammten Liebe zu Christian. Ich habe das gar nicht verdient, dass du dich so um mich kümmerst. Danke. Es gibt überhaupt nichts Schlimmeres als eine unerfüllte Liebe. Mhm. Aber da ist noch was anderes. Alles, was ich sage und tue und denke, das ist so fremd. Das fühlt sich so falsch an. Als ob so ein Puppenspieler in mir die Strippen ziehen würde. Das muss aufhören, Laura. Du brauchst Hilfe. Ich weiß. Wirst du dich behandeln lassen, Helen? Nein, schaffe ich es nicht. Hast du vielleicht doch noch was zu trinken? Ja, ja, natürlich. Helen,
was ist in Mexiko wirklich passiert? Na, mit Christian. Du willst wissen, aber ob er wirklich ein Mörder ist, so wie sie immer behauptet haben. Ja, ja, es ist wichtig für mich. Bitte. Vergiss einfach alles, was ich in meinem Mann gesagt habe. Christian hat niemanden umgebracht. Das Gucken gibt Falten. Ich wundere mich ehrlich gesagt, warum du so früh Schluss machst. Ich kann mir ja in Zukunft meine Arbeitszeiten von dir genehmigen lassen, wenn dir das irgendwie hilft. Würdest du mir bitte mal erklären, was du für eine Show mit Miriam abziehst? Die geht nämlich davon aus, dass du dich hier halb tot arbeitest. Irgendein kleiner Giftzwerg hier im Raum mischt sich gerade Dinge ein, die ihn überhaupt nichts angehen. Weißt du, im Gegensatz zu dir ist Miriam wirklich ein wunderbarer Mensch. Und was machst du? Spielst mit ihr und tust ihr weh? Ja, du musst es ja wissen. Ja, ich weiß es auch, weil dir geht's immer nur ums Geld. Jetzt hast du sie mit deiner Gigolo-Masche verliebt gemacht, gell? Du hast doch angefangen zu arbeiten im Fürstenhof, weil du den Millionär angeln wolltest. Nicht ich. Dann geh vielleicht vorsichtig, was du als nächstes sagst. Kann es sein, dass du vielleicht ein bisschen neidisch auf mich bist? Weil ich leicht vorne liege bei der Jagd nach dem großen Millionär? Ja, genau. Weißt du was, du bist so erbärmlich. Du kannst einem eigentlich nur leid tun. Du bist ein Betrüger, der mit Menschen spielt, sie benutzt und sie dann wegwirft wie gebrauchte Taschentücher, ja? Ja, bravo. Geh doch zu so einer Gerichtsshow oder sowas, ne? Die brauchen immer gute Laiendarsteller. Eines Tages wirst du schon einen Fehler machen und den kannst du dann nicht mit deinem Gebrauchtwarenhändler-Charme ausbügeln. Ich höre dich gar nicht mehr. Such dir einen Freund oder irgendeine andere Ablenkung, aber lass mich einfach zufrieden. Drückst du hier mit der Hand ganz fest drauf. Gleich geht's dir besser. Okay? Entspann dich, ruh dich aus. Wo hast denn du die Spritzen her? Ich bin in die Eulenapotheke gerannt und habe ihnen gesagt, dass ich ihr Arzt bin und dass ein Notfall vorliegt. Die sehen ja lecker aus. Nimm dir. Ich habe Tee gemacht, willst du? Danke. Die haben sich erst ein bisschen geziert in der Eulenapotheke, aber nachdem ich sie mit einem guten Dutzend Fachbegriffe und ein bisschen Bargeld überzeugt habe, haben sie mir das Glucagon gegeben. Mensch, Christian, das war aber ganz schön riskant. Hättest du dich ja verraten können. Ist ja nochmal gut gegangen. Na gut, ich gehe mal ins Hotel. Die anderen machen sich ja auch schon Sorgen. Alexander und Elisabeth. Sag ihnen, dass alles gut gegangen ist. Ich kann hier eh nichts mehr tun, oder? Nee. Sag mal, wie war es eigentlich mit Helen, als ich nicht da war? Gut. Sie war so ehrlich wie noch nie. Sie hat auch gesagt, dass du unschuldig bist. Aber das hast du doch schon gewusst. Du wolltest dir wirklich sicher sein. Oder heißt das, du hast nach dem, was Alexander gesagt hat, gedacht, dass ich vielleicht doch jemanden umgebracht haben könnte? Nein, oder wie? Nein, habe ich nicht. Aber ganz sicher warst du dir auch nicht? Doch, war ich. Ich muss jetzt ins Hotel, die warten schon. Nur so verquatschen. Jetzt muss er ja denken, dass ich ihm nicht vertraue. Ich weiß doch, dass er kein Mörder ist. Ach Mann, was ist denn daran so schlimm, dass ich es von Helen noch mal hören wollte? Sie war es doch, die mit ihren Lügen Alexander beeinflusst hat. Er kennt Christian nun mal nicht so gut. Da hat er sich eben Sorgen um mich gemacht. Aus Alexanders Sicht waren die Zweifel ja sogar berechtigt. Vielleicht kann Christian das ja doch irgendwann einsehen. Ich habe auf jeden Fall keine Lust mehr, ständig überlegen zu müssen, wem ich was sagen darf. Ich will sagen dürfen, was ich fühle. Zu Christian und zu Alexander.
Entschuldigung. Gregor, nein, lass. Nein. Gregor, bleib. Ich will nicht, dass du gehst. Gregor, bitte, ich bin. Lass bleiben. Ich bin. Helen. Oh, Gregor. Du hast geträumt. Wie geht's dir? Mir geht's prima. Ich habe geträumt, dass wir in Mexiko sind und dann. Es war unglaublich heiß. Beruhig dich erstmal. Du hast mir dein letztes Wasser gegeben und dann bist du losgegangen und wolltest Hilfe holen. Aber ich wollte nicht, dass du gehst, aber du bist trotzdem gegangen. Und dann waren da noch überall diese Ratten und dann habe ich dich gefunden und du warst tot. Siehst ja, mir geht's wunderbar, ich bin quicklebendig. Es tut mir alles so leid. Ich habe dich in solche Schwierigkeiten gebracht. Ich habe fast dein Leben zerstört und die Beziehung zu Laura. Und kannst du mir das jemals verzeihen? Helen, das bringt jetzt nichts. Komm, versuch einfach ein bisschen zu schlafen, damit du dich erholst. Wie konnte ich dir das nur alles antun? Wie kann ich es wieder gut machen? Was hast du denn jetzt vor? Keine Ahnung, aber hier geht's nicht um mich. Es geht jetzt darum, dass du dein Leben wieder auf der Reihe bekommst, Helen. Um mich musst du dir keine Gedanken machen. Komm, versuch jetzt einfach ein bisschen zu schlafen, ja? Und keine Albträume mehr. Natürlich, Herr Doktor. Lass uns morgen weiterreden. Schlaf gut. Wahnsinn, ich habe sie gerade noch rechtzeitig gefunden. Ich sag dir, das ist so ein blödes Gefühl. Du stehst da so hilflos am Ufer und kannst erstmal überhaupt nichts machen. Aber Christian ist sofort rein und hat sie aus dem Boot rausgeholt. Aber es war richtig knapp, glaube ich. Ihr habt sie gerettet, ist die Hauptsache. Ja. Wo ist sie eigentlich? Also kann man sie besuchen? In welchem Krankenhaus ist sie? Sie ist bei Christian. Sie ist bei ihm zu Hause? Mhm. Er ist Arzt. Er weiß doch, was zu tun ist. Ja, klar. Bruder, willst du irgendwas andeuten? Gar nichts andeuten. Komm, ich kenne dich. Was willst du denn sagen? Überleg doch mal. Warum hat er sie nicht ins Krankenhaus gebracht? Bestimmt sagst du es mir gleich. Weil er Angst hat, dass sie irgendwas ausplaudert. Komm schon, er ist in die Apotheke gegangen und hat sich als Arzt ausgegeben, um die Medikamente für sie zu bekommen. Mhm, wahrscheinlich muss er nicht mal seinen Namen angeben, oder? Sag mal, Alexander, was hast du gegen Christian? Ich habe nichts gegen Christian, wirklich nicht. Vielleicht habe ich was gegen Gregor. Oder wie er auch immer heißt. Vielleicht heißt er ganz anders, wer weiß. Komm, das ist albern. Also, ich mache mir meine Gedanken. Ja? Unser Christian, der ist eigentlich Arzt. Arbeitet bei uns als Haustechniker. Ja? Dann dieser Mord, mit dem er eigentlich nichts zu tun hat. Christian hat keinen Mord begangen. Es sagt doch sogar Helen. Ach, Helen sagt das. Ja. Laura, jetzt darf man ihr nicht glauben, weil sie verrückt ist. Und jetzt ist sie die Entlastungszeugin Nummer 1. Bitte entscheidet euch, ja? Alexander, du bist so vernagelt. Sag mal, kannst du... Es hat überhaupt gar keinen Sinn. Das ist nicht alles für dich. Ich brauche auch ein paar Vitamine nach der ganzen Aufregung in den letzten paar Tagen. Und hast du noch schlechte Träume gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Oh, ich habe geschlafen wie ein Stein. Dein Puls ist auch wieder so, wie er sein sollte. Wie fühlst du dich? Helen, ich würde dir gern helfen. Gibt's irgendwas, was ich Nein, für dich... Nein, du hast wirklich
alles getan, was du für mich tun konntest. Mehr als ich verdient habe und mehr als ich erwarten konnte. Aber von der Liebe zu dir kannst du mich einfach nicht befreien. Ich weiß nicht, ob das wirklich Liebe ist, Helen. Du hast dich da so reingesteigert. Ja, es war krankhaft. Ich habe mich krankhaft auf dich fixiert. Aber ich weiß nicht, wie das aufhören soll. Ich kann einfach nicht mehr. Ich brauche Hilfe. Du meinst ärztliche Hilfe? Ich muss stationär in eine Klinik. Ja, klar. Gut. Aber erst frühstücken wir, okay? So geil, du. Ich habe einen Typen kennengelernt. Ich sag's dir, der Hammer. Schau mich an. Wie sehe ich aus? Sehr gut. Ja, das sind die Glückshormone. Sag mal, hast du die Küche gestrichen? Ja. Konnte nicht schlafen letzte Nacht. Ha. Hättest du mir auch mal fragen können. Und rufst du ihn jetzt gleich an? Ach, nee, ich habe doch eine neue Taktik. Ich habe seine Handynummer, aber ich warte, bis er mich anruft. Er heißt übrigens Joe. Der erinnert mich irgendwie voll an Mike. Also, ich meine, der schaut jetzt nicht so aus wie er, aber wie der redet und die ganze Art. Seine Hände, weich wie ein Babypopo, sag ich dir noch. Ja. Weltklasse, hörst mir überhaupt nicht zu. Entschuldige, das sind einfach zu viele Informationen am frühen Morgen. Du hast einfach nur keinen Bock auf meine Männergeschichten. Ja, stimmt. Sorry, ist ganz klar nach der Trennung von Christian. Es tut mir leid. Entschuldigung. Das ist es ja gar nicht. Komm, deiner besten Freundin kann sie nichts vormachen. Ich weiß ganz genau, dass dir das an die Nieren geht. Ja. Tanja, ich hab dich angelogen. Sehe ich doch nicht gut aus? Nein. Doch, siehst gut. Nein, ich meine wegen Christian. Wir sind gar nicht getrennt. Ach so? Ja. Und warum bist du dann traurig? Ist was passiert, oder? Er hat einen falschen Namen angenommen. Er heißt gar nicht Christian. Hä? Wieso denn? Oh. Das ist so eine lange Geschichte. Ja, ja, genau, die Kleine jetzt unbedingt wissen will. Ich bin fix und fertig. Helen hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Oh Gott, was? Und das schleppst du jetzt alles einfach mal eben so mit dir alleine rum? Mhm. Spinnst du wohl? Mhm. Okay, pass auf. Die Kleine macht jetzt einen ganz großen Kaffee und dann hast du genügend Zeit, mir alles zu erzählen, die ganze Weite und jedes Detail, bitteschön. Guten Morgen, Robert. Was wird das denn? Doping für den Tag. Sieht lecker aus. Ist es auch. Deine Mutter ist nicht gerade begeistert, dass du lieber bedienst, als in der Wäscherei auszuhelfen, oder? Ich denke, sie muss einfach damit leben, dass ihre Tochter ab jetzt selbstständig ihre Entscheidungen trifft. Darauf trinken wir. Und zwar die ultimative Vitaminbombe. Danke. Lecker. Mhm. Damit bedienst du noch schneller. Danke, dass du mir diesen Job besorgt hast. Ich kann das Geld dringend gebrauchen. Wie war dein erster Tag? Naja. Sie ist nicht gerade begeistert aus. Ich hab's mir irgendwie einfacher vorgestellt. Max
Maxim ist, wie soll ich sagen? Ein gestiegelter Kotzbrocken. So hart würde ich es nicht ausdrücken wollen, aber andererseits hast du recht. Wir können ganz offen reden. Ich bin auch nicht begeistert, dass Vater mir diesen gehirnamputierten Wichtigtuer aufs Auge gedrückt hat. Meinst du, dass er das überhaupt kann, Restaurantleiter? Das muss man doch gelernt haben. Pass auf, Marie. Wenn Maxim einen Fehler machen würde, dann könnte ich ihn ja feuern. Aber hier in der Küche kriege ich ja nichts mit. Du meinst, ich soll ihm auf die Finger schauen? Und jetzt will Helen zum Psychiater gehen. Ja, ist doch gut, oder? Ey, Wahnsinn, da ist so viel passiert, ich habe nichts mitgekriegt. Das ist alles so kompliziert. Bist du böse, dass ich es dir nicht erzählt habe? Komm, dein Quatsch. In so einem Drama blieb dir doch gar nichts anderes übrig. Ich meine, du musst dir das ja mal vorstellen, ja? Christian, bzw. Gregor, der hat das doch nur gemacht, um Sophia zu retten. Ja, nur darum ging's ihm. Ja. Der hat seinen Namen geändert, ist nach Deutschland und dann hat er sich um Sophia gekümmert, als sie im Koma lag. Und dann ist Helen aufgetaucht. Genau, und er wollte sie auch noch als Mörder ans Messer liefern, obwohl der überhaupt nichts dafür kann, ja? Wahnsinn. Weißt du was? Also wenn ich so einen Film gucken würde, würde ich denken, sie sind doch alle plan völlig unrealistisch. Ich muss mir jetzt mal überlegen, was ich von Christian wusste, als er hierher kam. Und jetzt ist er eine völlig andere Person. Du hast doch immer noch Gefühle für ihn, oder? Eins musst du mir versprechen, Tanja. Ja, meine bezaubernden Lippen werden kein Sterbenswörtchen darüber sagen. Gut, auch nicht zu Christian. Also pass auf. Ich bin wie ein toter Fisch in Roberts Freitagsmenü. Sag mal, weiß überhaupt jemand davon? Alexander weiß es. Aber er hält Christian immer noch für einen Verbrecher oder sowas. Angeblich macht er sich furchtbare Sorgen um mich. Ich finde es furchtbar süß, dass er sich Sorgen um dich macht. Das ist aber auch eine krasse Geschichte. Trotzdem. Vielleicht ist er ja eifersüchtig. Ach, ist mir egal, er nervt. Ach komm, ruf leider los. Es wartet noch eine Horde ungemachter Betten auf mich, die darauf wartet, in eine korrekte Form gebracht zu werden. Komm her! Nee, ich gehe noch zu Helen. Bevor sie in die Psychiatrie muss. Einmal das Frühstück à la Russe. Einen guten Appetit wünsche ich. Danke. Schöner Kugelschreiber. Machen Sie Ihre Arbeit hier eigentlich gern, Marie? Naja, ist schon in Ordnung. Klingt aber nicht sehr begeistert. Ich glaube, ich möchte nicht mit Ihnen darüber reden. Sind wir ein bisschen krummelig heute Morgen, ja? Hat das vielleicht mit dieser Schenkreis-Geschichte zu tun? Was soll das jetzt? Ne, ist ja wirklich blöd gelaufen. Also ich wäre schon sauer, wenn ich an dem Ort, wo ich meine größte Dummheit begangen habe, jeden Tag arbeiten müsste. Ich glaube, ich... Können wir das Thema wechseln? Ja, hier im Restaurant haben Sie Ihr Vermögen verspielt. Und jetzt müssen Sie jeden Tag für einen zugegebenermaßen nicht wirklich großen Stundenlohn arbeiten. Das ist schon die Ironie des Schicksals. Und genau deshalb, liebe Marie, sollten Sie sich vielleicht ein bisschen mehr anstrengen und die Augen offen halten. Hm? Hinter Ihnen ein Gast, der noch nichts zu trinken hat. Husch, husch. Bevor er Moos ansetzt. Guten Morgen. Soll ich Ihnen schon mal die Frühstückskarte bringen? Gerne. Danke, Christian.
Du bist dir sicher, dass du das schaffst? Mir bleibt nichts anderes übrig. Es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das ist das Taxi. Laura. Hallo. Ich wollte mich von Helen verabschieden. Alles okay? Ich denke schon, ja. Ja, Laura, ich schäme mich so. Danke für alles. Ja, also, ich muss jetzt nach vorne schauen. Nicht weinen, komm. Nein, ich muss ja auch nur in die Klapse. Hey, du wirst in einer sehr guten psychiatrischen Klinik behandelt werden. Alles wird gut. Ja, Christian hat vorhin bei dem Oberarzt angerufen und der hat versprochen, dass er meine verkorkste Seele wieder gerade biegen kann. Ja, das klingt doch gut. Mhm. Nee, ehrlich, ich bewundere das, dass du das jetzt machst. Bewundern. Ich bewundere euch, ehrlich. Was ich euch alles angetan habe. Andere hätten mich einfach im Boot liegen lassen. Es tut mir leid. Das Taxi ist da. Dann. Das wollte ich doch gerade machen. Ich habe dich gar nicht kommen hören. Entschuldige, ich wollte dich ja nicht erschrecken. Ich war gerade ganz weit weg. Arbeit ist eine wunderbare Meditation. Bist du schon lange hier? Ja, eine kleine Weile. Mhm. Ja, das ist nett. Ist was? Wir wollten ja gemeinsam arbeiten. Aber nachdem ich mitbekommen habe, was in der Küche für eine Hektik ist, da dachte ich, fang einfach schon mal an. Ja, das ist sehr nett. Hildegard, was ist denn los? Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Nein, aber wir haben doch überhaupt noch nichts geklärt. Arbeitszeit, Arbeitsteilung, Bezahlung. Stimmt. Wie machen wir das am besten? Ich weiß es nicht. Wie hast du es denn mit Frau Lieberts gehalten? Wir waren gleichberechtigte Partner. Wir haben so Pi mal Daumen die Arbeit immer geteilt und irgendwie hat es auch immer hingehauen. Und das Geld haben wir uns nachher geteilt. Tja, das hört sich doch sehr vernünftig an. Warum machen wir es nicht genauso? Darf ich ganz offen mit dir sprechen? Natürlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Arbeit hier für dich als Mitglied der Familie Saalfeld das Richtige ist. Du kannst doch nicht für andere Leute Wäsche waschen. Hildegard, ich möchte hier im Hotel bleiben und etwas Sinnvolles tun. Und ich möchte mich um keinen Preis in die Hotelleitung einmischen. Da ist die Wäscherei doch ideal. Ich habe in Afrika auch eine Menge Wäsche gewaschen. Und das war nicht so komfortabel eingerichtet wie hier. Ja, aber du musst doch kein Geld verdienen als Mitinhaberin des Hotels. Oh doch. Wieso? Nachdem der Kredit für den Fürstenhof aufgenommen wurde, fällt für die Anteilseigner monatlich so gut wie nichts mehr ab. Ich muss also mein Geld verdienen. Abgesehen davon war mein Motto schon immer Ora et Labora. Mhm. Ja. Schönen guten Tag. Ich bin gleich wieder weg. Ich wollte Sie nur kurz informieren, dass Helen jetzt in psychiatrischer Behandlung ist. Aha. Manchmal ist mir die Maschine ein Rätsel. Sie ist in einer sehr guten Klinik. Ja, dann ist ja gut. Und dann wollte ich mich noch bei Ihnen bedanken dafür, einmal, dass Sie natürlich uns geholfen haben, Sie zu suchen und auch, dass Sie die ganze Geschichte mit meinem falschen Namen für sich behalten haben. Wissen Sie was? Danken Sie mir besser nicht. Ich habe es für Laura getan, nicht für Sie. Es tut mir leid, dass ich Ihnen und dem Hotel Probleme gemacht habe. Aber das ist ja zum Glück vorbei. Vorbei? Machen Sie Witze? Haben Sie eine Ahnung, was passiert, wenn Helen die Wahrheit erzählt in der Therapie? Oder wenn sie eine neue Lügengeschichte erfindet? Oder vielleicht eine Mischung aus beidem? Es gibt die ärztliche Schweigepflicht.
Wie naiv sind Sie eigentlich? Sie haben genug Dreck am Stecken. Helen weiß das. Sie kann jedem beliebigen Mitpatienten die Wahrheit erzählen. Und der erzählt es der Polizei oder der Presse. Herr de Ville, oder wie auch immer Sie heißen, Sie sind eine Belastung. Sie sind eine Belastung für mich, für das Hotel und wahrscheinlich auch für sich selbst. Das stimmt. So ein kleines Radio wäre hier gar nicht so schlecht. Mit Musik geht einem die Arbeit viel leichter von der Hand. Hallo Hildegard. Hier sind die Hemden, die Sie eigentlich abholen wollten. Oh, Entschuldigung. Ah, Elisabeth, was machst du denn hier? Ich arbeite hier. Wie bitte? Werner, ist das jetzt eine rhetorische Frage oder hast du mich wirklich nicht verstanden? Ich arbeite hier. Das geht doch wohl nicht an, dass eine Saalfeld sich im Fürstenhof als Waschfrau verdingt. Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Entschuldigung. Aber Werner, warum soll denn eine Saalfeld nicht waschen? Wir gehören doch nicht zum Hochadel. Elisabeth, ich möchte dich mal gerne sprechen. Unter vier Augen, bitte. Hildegard, bleib hier. Also, Werner, was willst du mir sagen? Ich wäre gerne vorher über deine unkonventionelle Tätigkeit informiert worden. Warum? Ich bin erwachsen. Ich treffe meine Entscheidung selbst. Ich wüsste nicht, wofür ich dich um Erlaubnis bitten sollte. Ich glaube, du bist dir der Bedeutung unseres Namens nicht bewusst. Ach, also, Werner, jetzt mach dich doch nicht lächerlich. Ich kann doch nicht den ganzen Tag auf der faulen Haut liegen. Außerdem muss eine Saalfeld auch Geld verdienen. Aber doch nicht als Dienstbotin im eigenen Haus. Die Wäscherei ist ein selbstständiges Unternehmen. Aber wenn du mich lieber in leitender Position in der Geschäftsführung siehst. Dem hast du es aber gegeben. Ja, von Zeit zu Zeit muss es mal einer tun. Jetzt, wo Charlotte nicht mehr da ist. Kein Hotel unserer Klasse kann es sich leisten, jemanden unter falschem Namen anzustellen. Und schon gar nicht nach allem, was hier passiert ist. Geben Sie doch nicht alles mir in die Schuhe. Ach ja, wem dann? Laura vielleicht? Nein. Ich würde doch liebend gerne von hier weggehen. Dann tun Sie es doch bitte. Aber Laura hängt so sehr an ihrer Familie unterm Fürstenhof. Ach so. Sie bleiben wegen Laura hier. Das wird ja immer schöner. Wissen Sie, was Sie Laura damit antun? Mit jemandem zusammen zu sein, der eine falsche Identität hat? Sie müssen doch das am besten wissen. Was es bedeutet, ständig mit diesem Geheimnis im Nacken zu leben. Sich nie jemandem öffnen zu können. Ständig Angst haben zu müssen, dass es doch noch jemand herausfindet. Glauben Sie wirklich, Laura wird mit Ihnen glücklich? Antworten Sie mir, Herr de Ville. Ich weiß es nicht. Ach so, Sie wissen es nicht. Ja, nun gut. Dann denken Sie darüber nach. Am besten werden Sie die Kühlung in der Bar reparieren. Schalten Sie noch mal ein. Ja, vorhin ist die Sicherung rausgesprungen. Die habe ich schon ausgetauscht. Bekommen Sie das wieder hin? Was? Die Kühlung. Ja, ich denke schon. Wieso? Sie sehen so besorgt aus. Ja, sorry, aber das liegt nicht an der Kühlung. Tag. Marie, gehen Sie bitte auf die Terrasse. Da sitzen Gäste hier nicht. Robert meinte, ich soll hier bei der Reparatur helfen. Und es sind ja schon zwei Kollegen auf der Terrasse. Elisabeth als Waschfrau. Das musst du dir mal vorstellen.
Kann ich ja nur froh sein, dass sie sich nicht entschieden hat, Klofrau zu werden. Kommt vielleicht alles noch. Ja, sehr witzig. Oh, da hat jemand Geburtstag. Hast du Geburtstag? Tja, Elisabeth ist halt immer für eine Überraschung gut. Darauf kann ich gerne verzichten. Ich habe einen Hunger. Magst du ein Stück Kuchen? Ja, dann warum nicht? Guten Tag. Guten Tag. Ah, was haben Sie denn da? Ah, Käsekuchen. Käsekuchen. Sind die zwei zu haben? Ja, selbstverständlich. Dann nehmen wir die. Natürlich immer. Danke sehr. Bitte sehr. Ich verstehe nicht, was du dagegen hast, dass Elisabeth in der Waschküche arbeitet. Wirklich nicht. Du hast Angst, dass sie deine Unterhosen kontrolliert. Ach, darum geht's doch gar nicht. Und warum dann? Charlotte hätte sowas nie gemacht. Und Elisabeth hat einige repräsentative Aufgaben von ihr übernommen. Und stell dir mal vor, die Presse bekommt davon Wind. Ich sehe schon die Schlagzeile. Hotelerbin als Waschweib. Vater, ich glaube nicht, dass das irgendjemanden interessiert, was Elisabeth hier macht. Wirklich nicht. Irgendwas muss sie ja tun. Ja. Wir können ja spazieren gehen und beten. Dir wäre es wahrscheinlich am liebsten, wenn sie gar nicht mehr hier wäre. Ich hatte das Geld gerade erst abgehoben. 1.000 Euro. Herr Schlüter, das ist uns wirklich sehr unangenehm. Selbstverständlich wird der Schaden vom Hotel ersetzt und ich möchte Sie darüber hinaus bitten, heute Abend im Restaurant unser Gast zu sein. Selbstverständlich auf Kosten des Hauses. Vielen Dank. Gut, also ich werde mich persönlich darum kümmern, dass alles wieder in Ordnung kommt, ja? Davon gehe ich aus. Gut. Robert? Nicht jetzt, ich habe zu tun. Na, ich fürchte, dafür solltest du dir wirklich Zeit nehmen. Im Restaurant ist Geld gestohlen worden. Was ist passiert? Mhm. Gast hat seinen Geldbeutel liegen lassen, später kommt er zurück, findet ihn, macht ihn auf, alle Scheine weg. Mist. Wie viel war's? 1.000 Euro. Soll ich das intern klären oder Polizei rufen? Wer war denn im Restaurant, als das Geld geklaut worden ist? Also Gäste waren keine da. Kellner waren auf der Terrasse. War eigentlich nur ich, dann der Haustechniker und die Neubedienung. Marie? Ja, die ihr Geld verspielt hat. Gut, ich werde das erst mit Alexander besprechen müssen. Bis dahin bist du beurlaubt. Bitte? Du bist der verantwortliche Restaurantleiter. Aber das ist doch völlig absurd. Darf ich dich an deine lustige Weinvertauschnummer erinnern? Du hast damals einen richtigen Skandal verursacht. Und wir mussten Lars suspendieren, weil er der verantwortliche Restaurantleiter war. Wie du vielleicht noch weißt. Ja. Und jetzt trifft's eben dich. Nimm's nicht persönlich. Ja, genau. Hat Helen sich eigentlich schon gemeldet? Ich habe sie vorhin kurz angerufen. Und was sagt sie? Ja, sie fühlt sich den Umständen entsprechend ganz wohl. Morgen wollen sie mit der Therapie anfangen. Dann muss man sehen, wie es weitergeht. Ach, gut. Ey, freu dich. Der Horror ist vorbei. Ja, für Helen vielleicht. Aber? Für mich ist überhaupt nichts vorbei. Was meinst du denn? Aber überleg doch mal, mein Geheimnis ist kein Geheimnis mehr. Ich weiß nicht, wie lange ich noch im Fürstenhof bleiben kann. Willst du etwa weg? Es geht doch nicht darum, was ich will. Die Luft hier wird für mich immer dünner. Mein Auftritt in der Apotheke, Alexander. Alexander wird dir niemals schaden. Da bin ich mir ganz sicher. Ich mir aber nicht. Selbst wenn er mich hier weiter beschäftigt und auch nicht zur Polizei geht, er ist einfach nicht mein größter Fan. Und wer weiß, wie sich seine Laune in nächster Zukunft entwickelt. Er macht sich einfach Sorgen um mich. Er ist mein großer Bruder. Ach, dein großer Bruder. Ich kann es nicht mehr hören. Schau mal, er hat die Geschichte zuerst von Helen gehört. Natürlich ist er jetzt verunsichert und weiß nicht, welche Variante die richtige ist. Ist doch verständlich. Ja, für dich vielleicht. Für einen Außenstehenden ist das alles nicht so klar wie für dich und für mich. Ist auch nicht, was ich denken würde, wenn ich dich nicht so gut kenne. Ach komm, Laura, ist doch ziemlich klar, was du gedacht hast. Ja, was habe ich denn gedacht? Du hast mir nicht vertraut. Du hast mir nicht geglaubt. Du glaubst deinem Bruder mehr als mir. Schon gehört, was passiert ist? Dein Papa geht in Rente und ich übernehme seinen Posten. Nein. Schade. Witzball. Im Restaurant sind einem Gast 1.000 Euro gestohlen worden. Und warum bist du dann so gut gelaunt? Hast du das Geld genommen? Quatsch. Natürlich tut es mir leid für den Gast. Aber Maxim ist als Restaurantleiter verantwortlich. Und Robert hat ihn beurlaubt. Vielleicht hat Maxim ja sogar selbst das Geld genommen. So oder so. Maxims Tage als Restaurantleiter sind gezählt. Mit so einem Diebstahl wird er doch nicht seinen neuen Job riskieren. Also, Maxim ist fies, aber nicht dumm. Warum verteidigst du ihn?
Nein, versuch's doch mal mit Logik. Hast du dir schon überlegt, dass er den Diebstahl für seine Zwecke nutzen könnte? Und wie könnte er das? Ja, hat er ein Motiv? Nee, aber du. Du hast Schulden. Und du hast auch die Gelegenheit, weil du arbeitest im Restaurant. Wenn du Pech hast, dann schiebt er dir die Sache in die Schuhe. Was hast du denn? Warum lässt du deine Blätter so hängen? Wasser genug hast du doch. Na, meine Schöne. Hallo, was ist mit dir los? Du lässt dich ja mehr hängen als meine Rose. Soll ich dich vielleicht auch ein bisschen gießen? Ich glaube nicht, dass das was bringt. Lass dich von deinem Job nicht so stressen. Das ist es nicht. Was ist es dann? Du bist in letzter Zeit so distanziert. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest, wenn deine Mitarbeiter dich bespitzeln. Bist du sicher? Hm. Mein Verdacht hat sich leider bestätigt. Und Robert will mir sogar noch was unterschieben. Wieso? Was ist passiert? Ach. Bei uns ist Geld gestohlen worden im Restaurant. Und jetzt will Robert mir den Diebstahl in die Schuhe schieben. Super. Das kann er doch nie machen. Doch, natürlich kann er das. Das ist mein Chef. Und gerade eben hat er mich suspendiert. Der hat was? Der spinnt doch total. Ich glaube einfach nicht, dass meine Vorgeschichte für Alexander das wirkliche Problem ist. Der tut doch nur so, damit er einen Grund hat, mich loszuwerden. Sag mal, dein Verfolgungswahn macht mich langsam wahnsinnig. Warum glaubst du denn nicht einfach mal, dass Alexander sein Versprechen hält? Er wird dich nicht verpfeifen. Willst du wissen, warum ich das nicht glaube? Ich will, dass du aufhörst, so misstrauisch zu sein. Er weiß, dass ich dich liebe und er akzeptiert es. Dass er dich vom Fürstenhof weghaben will, ist absolut absurd. Und warum bist du dir da so sicher? Weil er mir das niemals antun würde. Ja, genau. Und genau das finde ich zum Kotzen. Hä? Dass er mich dir zuliebe hier behält. Genauso wie er alles dir zuliebe macht. Er würde dir zuliebe doch einen ganzen Fürstenhof in die Luft sprengen. Christian, bitte jetzt übertreib doch nicht so. Wir sind Geschwister und die halten in der Regel zusammen. Ach, komm, Laura, hör doch auf mit dem Quatsch. Alexander liebt dich. Er will dich. Und du willst ihn auch. Weißt du, wie ich das sehe, Laura? Unser lieber Christian de Ville möchte sich absetzen, ja? Was willst du jetzt sagen? 1000 Euro. Verschwinden. Christian steht daneben, braucht nur zugreifen. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nicht mal, wo diese blöde Geldbörse überhaupt gelegen hat. Und selbst wenn ich es gewusst hätte, ich bin doch kein Dieb. Lässt du mich was bitte ausreden? Oh, du musst jetzt gar nicht hier aufstehen und so einen auf wichtig machen. Merkst du, dass wir nur noch streiten? Nein, weil du mich nie ausreden lässt. Ach so. Aber warte mal, bis ich dir sage, wer das Fest organisiert hat. Wer denn? Tada! Happy birthday to you!